Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar habe ich mit der lieben Miss Curly Jen, die liebe Jenny, ein Trash-Paket gemacht. Wir haben schon mal eins gemacht und jetzt haben wir hier das zweite Trash-Paket. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe nur eben schnell ein Thumbnail gemacht und ja, ich hatte sie angeschrieben, weil ich mich einfach so gefragt habe, Sammy, warum leckst du deine Pfoten ab? Lass das, mach das nicht. Und zwar habe ich einfach mal nachgefragt, ob sie mal wieder Lust hat, mit mir ein Trash-Paket zu machen. Denn sie macht das relativ häufig und das finde ich echt cool, weil daran merke ich einfach, dass jedes Produkt dann auch an den Mann kommt. Also jedes Produkt bekommt dann auch ein wundervolles Zuhause und ja, wird dann auch benutzt. Und es ist einfach zu schade, wenn man die Produkte unbenutzt im Schrank liegen hat, finde ich. Und dann bringen wir jetzt einfach wieder ein bisschen frischen Wind in meine Sammlung rein. Wir haben gesagt, wir tauschen oder trashen so 50, 60 Produkte, packen die in einen Karton, schicken die los. Das ist halt ein blindes Trash-Paket, so nennt sich das. Wenn du Bock auf sowas hast, dann könnt ihr euch ja gerne in den Kommentaren suchen und finden. Also ich habe immer unter solchen Paketen, unter Tauschpaketen, unter Trash-Paketen gerne meine Kommentare offen, dass ihr einfach euch kennenlernt und vielleicht euch auch mal, weiß ich nicht, austauscht und vielleicht jemanden findet, mit dem ihr das entsprechend machen könnt. Bei Jenny habe ich einfach die Erfahrung, dass es super ist, dass ich da auch wirklich weiß, wenn ich da auch blind Sachen hinschicke, dass ich da auch gut was zurückbekomme, was ich auch durchaus sehr gut benutzen kann. Entschuldigung, mein Freund rastet gerade so ein bisschen in seinem Hobbyzimmer aus. Und weil es halt so stickige Luft aktuell ist, habe ich hier alle Türen aufgelassen und auch Fenster und so. Deswegen ist es gerade ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich mache mal eben die Tür hier zu. Und auch wenn er ganz am anderen Ende des Hauses ist, hört man ihn dennoch. Okay, auf jeden Fall. Finde ich das, wie gesagt, immer eine richtig gute Geschichte und bin sehr gespannt. Und wir schauen jetzt mal zusammen rein, was sie hier so reingepackt hat. Als allererstes haben wir hier eine Karte. Was? Ich weiß aber nicht. Aloha steht da drauf. Ach, schön. Hast du die selber gebastelt? Das ist cool mit den Sternchen. Das ist schön. Liebe Claudi, ich hoffe, es ist was Feines für dich dabei. Ansonsten ab ins nächste Tauschpaket oder Trashpaket. Schön, dass wir wieder tauschen konnten. Drück dich ganz fest, deine Jenny. PS, Karte hat Mutti gebastelt. Ich kann sowas nicht. Achso. Dann auf jeden Fall liebe Grüße an deine Mom. Richtig cool. Ich bin beeindruckt. Also, ich kann sowas auch nicht. Ich bin jetzt echt kein Handarbeitenmensch, ne? Cool, danke. Als allererstes hat sie mir ein paar Mint-Schokos reingelegt. Das sind so Bonbons. Die gebe ich wärmstens weiter an meinen Freund, denn der liebt auch so After Eight und so ein Kram. Ich bin da überhaupt nicht für zu haben. Und Sammy denkt die ganze Zeit, da wäre was für ihn drin. Nein, Maus, das ist nicht für dich. So, dann haben wir hier... Habe ich dazu auch noch, ich muss mal gucken gleich. Das ist von Tarte Double Duty Beauty, die Shape Tape Matte Foundation. Und da sind verschiedene Probefarben mit drin. Das finde ich ja echt klasse. Ich glaube, ich habe von dem Concealer auch noch so ein Proben-Sashi-Dings. Und ich möchte irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ein Full Face nur mit Proben machen. Von Palmolive Body Butter Creme Dusche, Chocolate Passion, Entschuldigung, Sammy ist hier gerade etwas aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich die nicht sogar schon mal hatte in groß, aber das ist so geil, dankeschön. Von Vandini, sinnlich duftende Pflege mit Blütenwasser und Pflegekomplex. Ja, das ist auch ein Pröbchen, das ist auch cool, das können wir dann auch mal testen. Das ist toll, ich mag Vandini. Wirklich, ich müsste sogar noch ein ganzes Set von denen hier haben. Geil. So, jetzt kommen wir mal zu den großen Produkten, die sich hier drin verbergen. Und da ziehe ich doch direkt schon mal eine Palette raus. Das ist diese hier. Und die hatte ich auch schon mal. Das ist eine Make-up-Palette Fascination. Die habe ich dann am Ende an meine Stiefschwiegermama in Spe gegeben, weil die sich dafür interessiert hatte. Und die kannte man damals mal beim Action kaufen. Das sind ganz coole Töne, ne? Da hast du wirklich so Lidschattentöne mit dabei und Highlighter und Blushtopper und Bronzertopper. In der Theorie schöne Töne. Und hier unten hast du auch noch so, ich weiß nicht, ob das Blush ist oder ob das Lippenprodukt ist. Das muss ich mal
Mal gucken, aber die wird auf jeden Fall weiter wandern, weil das nicht unbedingt meine Welt ist. Die hatte ich ja, wie gesagt, auch schon mal weitergegeben. Sammy ist hier super aufgeregt. Gut, dann haben wir von NYX den Wonderstick Highlight and Contour Stick. Das muss ich mir dann mal anschauen. Ich bin jetzt nicht so der Creme-Konturier-Mensch, sage ich jetzt mal. Ich swatch den mal. Ja, kann man mal verwenden, ne? Muss ich mich mal trauen, dass ich das auch mal mache. Ein Tönchen. Muss ich mal gucken. Hier haben wir den Highlighter-Stick. Ja, sowas benutze ich dann quasi erstmal unter der Foundation. Ach Quatsch, unter dem Puder und meistens gebe ich mir dann noch was on top oder so. Aber der ist sehr zart. Ne? Ja. Und dann haben wir hier von NYX Lingerie Lid Pop. Oh, das ist ein Augenprodukt. Fame and Fortune. Lid 10. Das ist so ein Silber. Das muss ich mir mal anschauen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Creme-Eyeshadows, aber der sieht schon cool aus. Das ist schon intensiv. Ich weiß nur nicht, ob man sowas dann quasi ausblendet oder ob man das so lässt, aber das mit einem Smoky Eye ist, glaube ich, eine ganz coole Nummer, oder? Na, ich muss mal gucken. L'Oreal Infallible Total Cover. Okay, das ist die Farbe 13 Beige Rosé. Da muss ich mal schauen, ob mir die Farbe passt. Aber geil finde ich das auf jeden Fall. Es könnte ein kleines bisschen dunkel werden. Er lässt sich aber schön ausblenden. Ein bisschen musig ist das von der Konsistenz her. Ich befürchte aber, dass die mir ein bisschen zu dunkel sein wird. Werde ich aber mal testen. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Dann, okay, Wet n Wild Mega Shimmer Illuminating Powder. Okay, mit so einem Pinsel dabei. Jo. Ach, und dann kommt das Produkt oben aus dem Pinsel raus. Okay, dann lasse ich das jetzt erstmal zu, weil sonst explodiert mir das Produkt wahrscheinlich auch. Echt? Ja, dann drehst du hier unten und oben kommt es dann durch den Pinsel. Das habe ich auch schon mal bei einem anderen Produkt gehabt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von Action gab es auch mal so ein Puder, aber das war einfach wie ein Blush im Prinzip. Muss ich mir mal angucken. White Glow. Das ist eher ein Highlighter, ne? So übers ganze Gesicht so ein weißer Glow, da sieht man aus wie ein Schneemann. Dann haben wir hier Lip and Cheek Jam von Trifle Cosmetics. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das macht so ein bisschen ein Lip-Tint. Kannst du sogar, ich weiß gar nicht, war das in der Glossy Box Edition Mary Poppins, glaube ich. Da war das damals drin. Genau. Ja, das ist dieses hier. Kommt in so einer Pipette. Das ist so ein bisschen zähflüssig. Und dann kann man sich das auftapern und tapert sich das so ins Gesicht oder auf die Lippen. Das sieht sehr, sehr angenehm, natürlich und frisch aus. Werde ich aber weitergeben an meine Freundin, denke ich mal. Peel-Off-Maske Isana Porentiefe Reinigung. Das wird weiter wandern, weil ich Peel-Off-Masken tatsächlich gar nicht so gerne mag. Ja, noch eine Peel-Off-Maske. Das ist von Balea, klärt das Hautbild, pflegt mit Hammermelis und Aprikosenextrakt und es ist tiefenreinigend für Mischhaut. Auch die wird weiter wandern. Ich brauche tatsächlich echt Feuchtigkeit und Anti-Aging. Läuft. Okay, dann kommen wir zu weiteren Highlights. Colourpop. Oh, ich stehe immer drauf, wenn ich Colourpop-Produkte bekomme, weil ich traue mich nicht, die direkt zu bestellen. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Das ist echt verrückt. No Filter Foundation Stick. Geil. Farbe fair. Geil. Cool. Die wird ausgetestet. Da bin ich jetzt ja super, super, super aufgeregt. Eieiei, geil. Echt geil. Okay. Eine Stick Foundation, ne? Da habe ich ja echt immer Respekt vor. Holla, die Waldfee. Ein bisschen gelb, aber gut, mein Unterarm ist jetzt natürlich auch super weiß, aber die ist heller als die Infallible. Oh, die gefällt mir. Die kann was werden. Das wird ausgetestet. Coole Sache, danke. Danke, danke, danke. Was haben wir hier? Colourpop No Filter Concealer. Geil, das passt dann dazu. Danke. Und hier haben wir auch wieder eine helle Farbe, auch wieder fair. Mensch, das ist total klasse. Ich glaube, ich habe dir sowas Foundation oder sowas angeht, habe ich mich echt zurückgehalten. Also schaut gerne bei ihr mal vorbei, wenn ihr mal sehen wollt, was ich ihr geschickt habe. Das verlinke ich euch unten. Quatsch, unten am Ende des Videos, genau. Verlinke ich euch am Ende des Videos. Ja, der ist auch schön hell. Geil. Damit muss ich mich echt noch schminken, Leute. Das wird alles noch kommen, aber jetzt gerade nicht. Essence Prime and Last Daily Diaries. Das ist echt so eine
Limited Edition, die ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Das ist ein Baked Highlighter und das ist die Farbe 01 It's Time to Shine. Der sieht ziemlich dunkel aus. Ja, der ist auch sehr, sehr dunkel. Der ist, wenn dann, vielleicht ein Blush-Topper, aber uff, das ist doch kein Highlighter. Das ist mir zu rot. Ne? Aber schön. Das ist alles so schön eingepackt in so bunten Papier. Das finde ich hübsch. Und dass das alles so heile ankommt, ey, das finde ich echt geil. Oh ja, Catrice 3D Glow Highlighter. Wie schön. Und das ist die Farbe 010 Pinch of Rose. Oh, müssen wir gucken. Ich bin ja wirklich so ein helles Häutchen. Aber der ist schön. Das ist so richtig 3D-Effekt hier drin. Oh, der ist Butter. Der ist butterzart. Richtig viel was auf dem Finger, doch. Aber auch wieder so dunkel. Ach, schade. Natürlich könnte man jetzt die ganzen Produkte auch zweckentfremden, ne? Dass man sagt, ich mache mir denen als Lidschatten drauf oder so. Aber ganz ehrlich, ich brauche keinen Lidschatten mit dieser Grammzahl von 3 Gramm. Das ist dann einfach zu viel. Da wird es Ewigkeiten brauchen, bis ich den mal irgendwann... Und sowas habe ich auch als Lidschatten, deswegen, ne? Aber, ach, schöne Farbe. Okay, hier haben wir von Maybelline den Dream Matte Blush in der Farbe 40 Mauve Intrigue. Das finde ich super interessant, denn ich habe letztens überhaupt diese ganzen Creme-Produkte für mich auch mehr so entdeckt und habe mich doch ein bisschen geärgert, dass ich zum Beispiel aus meinem Maybelline Adventskalender diese Produkte verlost habe. Und jetzt habe ich ihn wieder. Das ist Karma Baby. Deswegen finde ich es cool, dass ich ihn wieder habe. Das ist ein Creamy Cheek Tint und das ist sehr dezent, wenn ich mich richtig erinnere. Siehst du fast nicht, also ist jetzt hier auf dem Ringfinger, siehst du echt fast gar nicht. Nö, der ist noch, also der ist super dezent. Da muss ich wirklich schauen, ob man den überhaupt sieht. Und sowas kann man super auftragen mit einem Stippling Brush oder teilweise auch mit den Fingern. Muss man immer mal schauen. Dann habe ich hier wieder eine große rosa Geschichte. Oh, wie geil. Natalia, ich kann es nicht aussprechen, mit Revolution Pro, eine Limited Edition. Und das ist eine Face Palette. Ich glaube, da stand ich tatsächlich sogar schon mal vor. Und habe mir überlegt, ob ich die haben will. Genau, das ist nämlich dieses... Ja, das ist mir jetzt ganz schwer. Das ist dieses Hochklappding. Natalia Simic. Und dann hast du hier die Produkte. Jo. Sind das alles Highlighter? Ja, du hast hier einen ganz kleinen Bronzer oben mit drin. Das hier ist ein, Banana Powder. Das muss man mal gucken. Das ist ein Bronzer Topper, oder? Nee, dafür ist der auch irgendwie zu hell. Könnte auch ein Highlighter sein. Darling ist so ein Oshi-Highlighter. Sweetheart ist ein richtiger Highlighter. Nee, Darling kannst du auch als Blush nehmen. Das ist eine richtige Face-Palette, weil du da wirklich mal alles mit drin hast. Und das Braune, das könnte man vielleicht sogar als Kontur verwenden. Hm, so. Sehr, 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 sehr dezent, ne? Sehr schwach auf der Brust. Aber ich muss mal gucken, vielleicht kann man da was Schönes mit zaubern. Why not? Sodele. Dann haben wir hier ein Ei. Jedenfalls fühlt es sich an wie ein Ei. Das ist bestimmt auch so ein Revolution-Ei. Ist das? Face and Shadow Palette. Ja, das ist ein rosa Ei. Geil. Das finde ich cool. Die habe ich nämlich noch gar nicht verwendet gehabt. Das sind diese Eier, die man von Revolution letztes Jahr kriegen konnte. Der Ton interessiert mich. Oh, der ist auch schön. Der ist sehr, sehr, sehr cremig. Das ist so ein Nasorgasm-Gedönsen, weil das halt so pink ist mit Goldschimmer mit drin. Da denke ich immer an Nasorgasm. Ja, gelb oder gold. Ein Mauve-Ton. Das sind so die drei Schimmerprodukte, die ich echt schön finde. Damit kann man schön was zaubern. Da muss ich echt mal gucken. Da kriege ich was mit hin. Ja. Solide Pigmentierung, würde ich mal so sagen. Dann hast du hier noch zwei Highlighter oder vielmehr einen Highlighter und einen Blush-Topper mit dabei. Zwei matte Töne und ein Lip-Deluxe. Super. Heidenai, 50 Produkte ist doch ganz schön viel, oder? Noch was von Colourpop. Arched Auburn Brow Contour. Okay, da muss ich mal gucken, ob das meine Farbe ist. Augenbrauenfarbe. Okay, ja, Ich habe ja immer Angst bei Augenbrauenpomaden, weil ich da echt nicht gut drin bin. Augenbrauenpomade swatchen macht ja überhaupt keinen Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Aber es könnte passen, denn ich bin ja so ein helles Menschlein. Das ist hell. Gucken wir mal. Geil, Colourpop, ey.
Fire, fire, fire. Das fühlt sich nach einer Essenspalette an, ja. The Little Xmas Factory Eyeshadow Palette. Und das ist die Farbe 01 North Pole Express Delivery. Geil. Ach, süß. Oh, der Ton ist geil, oder? Der springt mich schon direkt an. Was ist das für eine geile Lidschattenpalettenform? Der ist aber nicht so schön, wie er jetzt gerade sich präsentieren wollte, oder? Ja, der ist so... Ich hätte ihn mehr schimmernd erwartet und mir mehr Schimmer gewünscht. Ich gehe ja nochmal hier in das Gold. Die anderen sehen aus wie so matte Töne. Aber das ist so 3D ist und so Tropfenform, finde ich so geil. Ja. Recht schwach auf der Brust. Der Goldton ist schön. Dieser helle Ton auch irgendwie. Aber der... Der Ton, der mich am meisten angehüpft hat, dieses Grün, ist jetzt nicht so ultra, ne? Ui! Das ist ein Pengfum. Tropical Sun. Eau de Parfum? Kenne ich nicht. Das ist irgendwie so ein Parfüm. Der riecht so ein bisschen wie mein Summer-Duft von Michalski, den ich aktuell in Verwendung habe. Muss ich mal gucken, ob ich den vertrage, ob ich den gut haben kann. Aber der Flakon ist schon mal ganz schön, ne? Dann haben wir hier, achso, wir haben auch gesagt, Lippies nehmen wir, wenn, dann halt nur welche zum Hochdrehen, aber nicht welche, die so einen Schwämmchen-Applikator haben oder so. Und da hat sie mir hier von Sisley etwas reingelegt. Und das ist der Phyto Lip Twist in der Farbe 5. Oh, ein interessantes Tönchen. Sehr, sehr, oh Gott, der ist richtig pink. Aber halt... Irgendwie auch schön, ne? Ja, der wird auch ausgetestet. Irgendwie hat der was. Irgendwie spricht er mich an von der Farbe her. Spannend. Ein bisschen Pflege darf nicht fehlen. Von M. Asam Clear Skin 3. 24 Stunden Effekt Cream für unreine Haut. Jo. Das ist mir von der Größe her für unreine Haut ein bisschen viel. Werde ich weitergeben, weil ich habe ab und an hier unten mal meine Unreinheiten. Aber das war es auch. Ansonsten brauche ich halt richtig reichhaltige Pflege. Aber das ist nicht schlimm. Ne? Da werden sich meine Freundinnen mega drüber freuen. Also von daher überhaupt kein Problem. Dann hat sie mir von BB Young Care Antipickel Feuchtigkeitscreme mit reingelegt. Also hier ist auch die gleiche Nummer. Ne? Geht dann auch entsprechend weiter. Ach, ich wollte gerade sagen, ich dachte eigentlich, ich hätte ihr vielleicht sogar einen ähnlichen reingelegt. Trended Up High Shine Lipstick in der Farbe 250 Shiny. Oh, der ist gewagt. Der ist wirklich gewagt. So, von Aiko Dry Shampoo Foam. Ja, ich bin leider kein Trockenshampoo-Mensch. Ich wasche mir jeden Tag die Haare, weil ich das einfach angenehmer finde. Aber ich weiß, Freundinnen von mir freuen sich drüber. Glanztonic von Glisscur. Ohne Ausspülen mit Glanzkomplex schimmernder Glanz. Für trockenes und strapaziertes Haar. Jo, das ist nett. Aber ich benutze wenig, also wirklich wenig Haarstyling und Haargedönsen, extra Sachen. Ne? Also ich mache Haarpflege und das war's. Das war meine Haarroutine, die ich hier oben auch gerne mal verlinke. Ich bin da echt nicht experimentierfreudig. Dann habe ich hier Nü Gold Use. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist eine Irgendwas-Maske, Face-Maske. Und ich glaube, die kommt dann aus der Türkei, wenn ich das... Ja, Turkey. Das ist diese hier. Muss ich mal gucken. Und dann habe ich hier drin das Pflegedeo Skincare Anti-Peresbrand Creme. Das wird ausgetestet. Das gucken wir uns mal an, wa? Oh, Make-up Obsession Live Love London. Das ist eine zusammengesetzte Palette. Das ist ja cool. So schaut sie aus. Und hier hinten steht drauf, was das alles ist. Das sind Lidschatten, Highlighter. Ja, eigentlich alles Lidschatten außer das hier. Das ist ein Highlighter. Von Lotti London ein Shimmer Squad. Das ist dieses hier. Lotti London, das war, glaube ich, mal irgendwo auch in Drogerien mit drin und dann ist es rausgegangen. Und hier haben wir 4 verschiedene Töne, die ich interessant finde. Das Einzige, was ich halt nicht wirklich verwenden werde, ist dieses ganz, ganz dunkle, weil ich bin halt viel zu hell dafür. Ich bin eigentlich auch kein Fan von Highlighter-Paletten, habe da mal rigoros aussortiert, um dann zu merken, dass ich mir doch wieder einige geholt habe. Diese Frau ist ohne Sinn und Verstand unterwegs, genau. Die sehen aber echt gut aus. Die sehen echt gut aus, ne? Auf meinem Arm sieht man das immer wenig, weil ich halt so anders von der Hautfarbe bin. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber das wird auf jeden Fall getestet. Das
finde ich sogar fast besser als das von Make-Up Revolution Pro, dieses Gedönsen mit, wie auch immer die Dame heißt, mit N, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Das ist die Sleek Eye Divine Ultra Matte Darks Palette. Die wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich weiter wandern, weil Paletten, wo keine Schimmertöne drin sind, da werde ich im Leben nicht zugreifen, weil ich bin ein absoluter Schimmer-Fan. Ich liebe Schimmer, ich kann nicht ohne. Sleek hat ein schönes, sleekes, schlichtes Design immer von den Paletten, was ich echt schön finde. Und ja, das sind halt wirklich nur matte Töne. Und deswegen wird sie weiter wandern. Ich weiß auch schon zu wem, denn ich werde von der ein oder anderen Freundin bzw. Familienlady auch immer mal wieder gefragt, hast du mal nur matte Paletten, nur schimmernde Paletten und so weiter. Deswegen, da findet die Geschichte ein schönes Zuhause. Hier haben wir wieder was eingepackt. Oh mein Gott. Okay, ich kann nicht alles rutschen, es tut mir leid. Das ist von Essence aus der Brit Tea Collection, ein Duo Highlighter Pinsel. Pinsel, ne? Pencil. Sowas verwende ich gar nicht. Das wird weiter wandern. Dann von Love the Glacious Stylo Eyeshadow Long Lasting. Den hatte ich auch schon mal, aber in einer anderen Farbe. Das ist nicht ganz so meins. Dann haben wir von Cien Brow Perfect Brush and Pen. Das ist ein Augenbrauenprodukt von, ich glaube, Lidl. Und da ist auch ein Augenbrauen-Spoolie mit dran, was ich immer ganz schön finde. Da muss ich mal schauen, ob mir die Farbe passt. Ist das zum Rauskrämen in so einer Tropfenform. Dann habe ich hier von Rival de Lupiang ein Matt-Pencil. Auch der wird weiter wandern, weil ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von matten Lippen. Ich gebe mir meistens irgendwas auf die Lippen und dann nochmal einen Topper drüber, damit es halt überhaupt gar nicht matt ist. Ne? Dann habe ich hier von P2 Super Slim Lip Stylo. Das ist ja mal so richtig retro. Ich glaube, ich habe nichts von P2. Ja, das ist wunderschön. Oh, das muss ich nochmal gegen meine anderen roten Lippenstifte swatchen. Weil ich habe so viele rote Lippenprodukte. Ja, durch die ganzen Adventskalender kommt da einiges zusammen, ne? Into the Snow Glow Set and Glow Fixing Spray. Das hatte ich schon mal, das war mir einfach viel zu glitzerig leider. Dann ein seifenfreies Waschstück von Sebamed, das finde ich witzig. Das hatte ich letztens tatsächlich in komplett in groß. Und habe ich auch schon aufgebraucht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich denke, das werde ich entweder jetzt für mich nehmen oder für meine Mama. Mal gucken. Das ist aber anders. Guck mal. Das riecht auch anders. Also meins war richtig weiß und das hier ist grün. Kommt in die Sebamed-Box. Dann hat sie mir noch mit beigelegt von Balea ein Bodyparfüm. Von dieser Mr. & Mrs. Wolf Limited Edition. Ich bin kein Fan von Bodyparfüms. Auch wenn ich den Duft hiervon richtig gerne mag. Aber das wird weiter wandern. Dann ein Ultra Matte Lipstick von Trended Up. Das ist dieser hier. Den haben wir in der Farbe 090 Matt. NYX Simply Red Lip Cream. Ah, die ist schon schön. Halt so ein klassisches Rot, ne? Ist jetzt ganz außen, also an der Fingerseite. Finde ich schön. Finde ich richtig, richtig schön. Hier haben wir ein Reinigungswasser von Balea. Sanfte und wirksame Reinigung für ein zartweiches und schönes Hautbild mit Aktivkohle für normale und Mischhaut. Das finde ich sehr interessant, denn das ist wirklich schwarz. Das ist ja wirklich witzig, oder? Micellentechnologie. Ich denke, das werde ich weitergeben, weil ich benutze nicht wirklich Micellenwasser. Dann haben wir einen Lippenstift von Essence und zwar, kann man gar nicht mehr so gut lesen, Crowd Gone Wild. Ne, Crowd Gone Wild, genau. Und der ist so ein bisschen anders, weil der halt orange von außen ist. Das hatte sie jetzt zugeklebt, den habe ich jetzt geöffnet. Gucken wir uns den mal an. Oh Gott, der ist richtig orange. Finde ich interessant. Ich muss mal gucken, ob ich schon einen orangenen Lippi habe. Ansonsten würde ich den einfach behalten, weil das finde ich interessant. So ein richtig, weißt du, wenn du mal so einen Look hast und dann dazu orangene Lippen, mega. Den hier hatte ich, glaube ich, schon mal. Color Up Shine On von Essence in der Farbe 08. Das ist dieser hier. Die finde ich sehr, sehr gut. Ich muss nur gucken, ob ich den schon habe. Ja, ich glaube, den habe ich schon. Oder den hatte ich. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt hier unten dieser Swatch. Weil das Lippenvieh so ein bisschen geschwungen ist, wirkt das jetzt ein bisschen löchrig. Aber es ist eigentlich echt schön so schier und mag ich eigentlich richtig gerne. Dann haben wir hier von Love ein Lippenprodukt, LOV. Lip Affair Christina's Red. Ja, das ist so ein klassisches Rot wieder, ne? Ha, so viele schöne Rottöne. Ach Mensch, guck mal, wie schön der ist. Da.
brauche keine 50 roten Lippenstifte, da muss ich mich mal irgendwann entscheiden, mal gucken. Dann eine Eyeshadow Base von Essence Eye Heart Color Intensifying. Die wird getestet, muss ich mal gucken. Ja, das ist der Clean ID Mineral Swirl Highlighter von Catrice. Das ist dieser hier in der Farbe 010 Silver Rose. Soweit ich mich erinnern kann, ist der aber sehr, sehr dezent. Ich glaube, die erste Clean ID-Reihe von Catrice war wirklich mehr so in dieses extrem natürliche abzielend. Der ist wirklich sehr dezent. Der ist fast schon wie ein Puder. Den könnte man theoretisch als All-Over-Face-Powder nehmen, wie jetzt zum Beispiel dieses Love Aura Glow Powder. Dann hat sie mir hier einen MAC Powder Blush. Ja. Der ist einfach pink, also das ist nichts für mich. Make-up Factory. Was haben wir hier? Ein Blush. Farbe ist 255. Das ist so ein alt-rosa Ton. Der ist aber schön. Den finde ich schön. Den mag ich leiden. Der ist auch intensiv. Habe ich hier oben geswatcht? Der wird getestet. Spektakulär. Von P2 Holy Beauty Festival Happy Karma ein Blush Stick. Das ist dieser hier. Das ist doch kein Blush. Das ist sehr, sehr schimmerig, Leute. Okay, wo mache ich den denn jetzt hin, Leute? Hier auf die haarige Armgeschichte. Nee. Oder? Wobei der wird rötlich, ne? Aber der, ich weiß nicht, ist das schön? So, und dann kommen wir zum letzten Paketchen. Oh mein Gott, und das sind ganz viele Lipliner. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Rival de Loop Long Lasting Lip Liner in der Farbe Soft Pink. P2 What's Up Beach Babe Catch the Wave Kajal Breezy Baby. Nee, Breezy Bay. Ach, das ist so ein blauer Kajalstift. Fabiani Lip Liner. Das ist so ein Rot. Kiko Precision Lip Pencil. Das ist so ein Mauve-Ton oder so ein dunkler Rotton. Weinrot. Schön, dass man Weinrot und Mauve in einem Satz verbindet. Egal. So, der sieht schön aus. Den mag ich leiden. Lovely K-Lips, Lovely Lips. Den müsste ich mal anspitzen tatsächlich. Das ist so ein Rosenholztönchen. Von Zoeva, Graphic Eyes, It's Never Over. Das ist ein Waterproof Eyeliner. Ein Eyeliner in so einem Ton? Das finde ich ja spektakulär. Oh mein Gott, der ist super cremig. Sicher, dass es nur auf den Augen geht? Vielleicht auch auf den Lippen. Das ist dieser hier unten. Das werde ich mal testen. Boah, der ist super weich. Von Indra Lip Liner Berlin Cosmetics. Ein Lip Liner in so einem Grau finde ich dann doch etwas hart. Ich wüsste jetzt nicht, wozu ich den tragen sollte, ne? Das ist der da unten. Nee. Auch wieder ein Indra Lip Liner. Guck mal, das ist eine tragbare Farbe. Von Trended Up, die haben richtig gute Lip Liner. Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 225. Das ist ein schöner Ton. Definitiv, der wird behalten. Und von Manhattan der Cool Kajal Eyeliner. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. 3 steht hier, glaube ich. Das ist so ein Braun Eyeliner in Braun. Finde ich gut. Der ist auch super weich. Das ist so ein Schwarzbraun, ne? So ein ganz, ganz dunkles Braun. Das finde ich gut. Liebe Jenny, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig viel Freude bereitet. Und ich finde, ich habe jetzt auch schöne neue Schätze, die ich jetzt auch einfach mal wieder so ein bisschen durchprobieren kann und wo ich einfach mal auch mich mit neuen Marken beschäftigen kann. Also mit Colourpop, da bin ich ja, ne, wieder vollkommen helle best begeistert. Vielen, vielen Dank. Meine Freundinnen werden sich ebenfalls freuen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben den Kanal von der lieben Jenny. Hier unten das Video mit den Produkten, die ich ihr geschickt habe. Hier unten findest du meinen neuesten Upload. Und hier kannst du, wenn du möchtest und es immer noch nicht getan hast, was ich sehr traurig finden würde, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, denn ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!